Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Unsere Insel hier ist keine Trauminsel. Und unser Dorf ist hier ständig unter Beschuss, wenn man so will. Unter Belagerung von Dieben, von Banditen und gelegentlich auch dem einen oder anderen Schemen. Ich schäme mich für mein langsames Vorwärtskommen hier. Coole Tagebau, also der zweite ist hier fertiggestellt. Personal ist auf dem Weg. Das ist cool. Und ansonsten, ja, das Übliche. Ne? Banditen greifen an. Machen uns hier das Leben zur Hölle. Treiben meine Leute. Killen meine Leute. Lauter solche Sachen. Der ist nicht so schön. Moment. Das sind diese und die sollen sich da irgendwie rumtreiben, hab ich denen gesagt. Ja, sind eifrig dabei, das Ganze hier auszubauen, das ist cool. Immerhin. Ich habe wie gesagt etwas Kohle. Aber wird auch mal langsam mal gut. So, die Minenarbeiter sind endlich angekommen. Trotz Widrigkeiten und können ihre Arbeit aufnehmen. Da fehlt es jetzt an Wachen. Das geht. Ich gehe schon mal auf 10. Oder meinetwegen auch 15 oder 20. Nee, ich gehe auf 10 und hier auch auf 10. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unsere Wachtürme entsprechend besetzt bekommen. Auf die eine oder andere Art. Wie sieht es hier mit Soldaten aus? Ja, Rekrutierung läuft, Material fehlt, insbesondere Waffen, aber auch Rüstungen oder Schilde sind jetzt nicht so in großer Stückzahl vorhanden. Ich könnte hier noch versuchen, ein paar Leute zu gewinnen. Und dann schauen wir mal. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Ausgerechnet die Schemen. Ja, das ist toll. Bin begeistert. Gibt es hier keine Banditen? Ich meine, die kommt ständig hier aus dieser Ecke. Oder Moment, ja, mehr so hier so, ne? Aus dem Bereich. Das eine Lager finden wir ja. Okay, Moment mal. Wo sind sie? Und der Posten. Fokuspunkt. Und dann guck doch mal da so. Ich meine, schön, dass wir die Schemen jetzt auch noch gefunden haben. Aber das ist nur die halbe Miete. So, ja, Jäger ist das andere Problem, aber solange ich hier nicht genügend Wachen habe, die in der Lage sind, nein, das wollte ich gar nicht. Die in der Lage sind, entsprechendes Getier zu jagen, wie beispielsweise diese Rehe. Und dann bringen mir die lieben Jäger auch nicht allzu viel. Na gut, die bringen Fleisch, klar, logisch, gar keine Frage. Das ist auch gut so. Aber ich brauche dringend Leder. Oh, wir haben eine Windmühle dabei. Oh nein.
Gut, dass die Holzwerkstatt gerade nichts zu tun hat. So. Wenn die nichts zu tun hat, dann hat die andere wahrscheinlich auch nichts mehr zu tun. Wir haben hier Holzschilder, ich würde mal sagen. Ich gehe mal ganz kurz hier auf Holzsperre. Und da wir mal immer mal wieder diese Zahnräder brauchen, lasse ich dem erstmal so ein paar Zahnräder herstellen. Da hilft nichts. So, wie sieht es hier aus? Da tut sich nach wie vor wenig, weil nach wie vor kein Leder. Ich kriege keinen Flachs. Warum kriege ich keinen Flachs? Irgendwie kriege ich ja nichts. Eis ist schlecht. Ah, okay. Ist aber auch schlecht, aber gedeiht. Das ist komisch. Brunnen existiert. Habe ich keinen Platz, den hier irgendwie in Auftrag gegeben habe? Also hier ist Getreide. Hier habe ich solche Platz. Anbau. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das immer im Wechsel gemacht habe. Mhm. Ja, ist auch hier ist wieder Flachs gut. Die sagen, das ist schlecht, also hier wächst nichts. Aber jetzt gerade sind sie dabei, das entsprechend aufzubauen. Hier soll, naja, das ist der andere Bereich. Hier wird Flachs jetzt angebaut. Schon komisch. Ja, das mit dem Wechsel wohl geklappt. Moment. Nee, wollte da ran, das Farmland. Dem Wechsel geklappt. Was war das? Was passiert ist? Keine Ahnung. Ich meine, wenn das hier mit dem Mais so gar nicht geht. Nicht mal auf Weizen. Bisschen durcheinander, aber nun gut. Sieht hier aus. Okay, das läuft. Bäckerei. Da wird einfach Brot gebacken. Wenigstens etwas Erfreuliches. Wenigstens etwas Erfreuliches. Ich bin ja so glücklich. Banditen greifen mich an. Das ist mir scheißegal. Die können mich mal gerne haben, diese scheiß Banditen. So, ist doch wahr.
Okay, wie sieht es hier an, aus an der Front? Ich habe hier jetzt rum existieren insgesamt 10 Wachen. Okay. Dann 10 Soldaten. Besser als nix. Hier habe ich 4 Soldaten. Ja, gut. Von der einfachen Variante. Wie sieht es denn hier mit den anderen aus? Eisenlanzen, also Holzschild hätte ich, aber ich habe keine Bronzeschwert mehr. Dann würde ich da mal runtergehen und würde mich hier auf die Kollegen konzentrieren. Bleib mal so. Keine Eisenschwert, ja. Wie sieht es hier mit der Waffenschmiede aus? Haben die noch entsprechende Order? Was mache ich dann mal so? Kohle. Diese Diebe. Kohle, Kohle, Kohle. Aber keine Eisenbarren. Was geht hier los? Kohle ist da, Eisen ist da. Okay. Auch hier Kohle und Eisen ist vorhanden. Sieht man zu, dass ihr vorwärts kommt hier. In der Schmelze werden Metallbarren hergestellt. Metallbarren dienen als Material für die Herstellung von Ausrüstung in der Schmiede und Münzen in der Münzprägerei. Ja, gut, wenn ich das in der Priorität draufsetze, ich meine, die kriegen ja ihre Sachen. Arbeiten die dann auch schneller? Das wird da jetzt nicht erklärt. Ja. Ich meine, ich kann das mal hier entsprechend machen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. In Bezug, dass die jetzt schneller arbeiten oder so, das wahrscheinlich nicht. Es hapert in einem Augenblick so eine Eisenproduktion. Eisenschilder habe ich ein paar. Kettenrüstung, so. War das bei der Rüstungsschmiede? Das ist ein Problem halt, ne? Okay. 6 und 3. Nur noch 9 Leutchen von. Das ist so schön. Ist gar nicht gut. Ich glaube, nur noch ein. Hier ist Tote Rose. Rose. Rekrutierung läuft nur, ne? Es hapert an dem es halt hapert. Eine weitere Schmelzhütte wäre denkbar. Frage ist halt, habe ich genügend Material? Moment, also hier ist Kohle auf Halde. Eisen wäre hier noch reichlich, also was heißt reichlich, immerhin noch einiges gegeben.
Hier wird Eisenerz gebaut. Hier habe ich Kohle, hier habe ich Eisenerz. Ein bisschen. Eisentagebau unter erschwerten Bedingungen. Das Ding hier hinsetze. Hier gibt es Stein. Hier gibt es auch nochmal. Also, ja, ist klar. So einfach. Komme ich da irgendwie hin? Jo. Würdest du sagen? Geht. So, und dann können die da Eisen abbauen. Irgendwann mal. Hingehen wollen. Und hier noch eine Schmelzhütte hinsetzen. Moment. Kann ich hier hin? Das geht. Ich brauche dringend Eisen, ich brauche viel Roseisen und ohne dem komme ich hier nicht weiter. Ja, wenn ich hier nichts habe, dann kann auch die Waffenspiele nicht arbeiten, egal welche Aufträge ich hier teile, die werden halt nicht umgesetzt, logischerweise. Okay. Leute, um diesem Diebeslager da vorstellig zu werden. Hier habe ich nur noch 9. Und das sind gerade mal 8. So, wie sieht es hier mit den Jägern aus? Wo habe ich die? Jagdhütte. Versucht euer Möglichstes. Ich brauche Leder, sonst komme ich hier überhaupt nicht mehr weiter. Und eine Schneiderei qualmt vor sich hin. Macht aber nichts. Konzentriert sich halt hier auch schwerpunktmäßig auf diese Bereiche. Immerhin schon mal 5 Stück. Besser als nichts.
Jo. Ja, das wird noch etwas dauern. Immerhin, der Bau kommt voran. Sogar recht zügig, wie ich gerade sehe. Das ist schön. Die Schmelzhütten sind gut versorgt. Okay. Na egal, machen wir nochmal so. Bezüglich der Versorgung, ne, mit Eisen, also Eisenerz und Kohle. Da sind die Zimmerer unterwegs. Banditen. Kommen die von so weit her? Das ist ja heftig. Das sind nochmal Diebe. Die kommen jetzt gerade hier so lang schlawinert. Aber ich sehe hier immer noch kein Lager. Warte mal. Dicker Posten. So. Die haben da im Augenblick einen Fokuspunkt. Und dann setze ich den doch mal hier so hin. Und schauen wir mal, ob wir da was rausfinden können. So, was mir passiert? Ja klar, die Banditen sind, die machen mir natürlich jetzt hier das Leben schwer. Da wird angegriffen, hier wurde wir angegriffen, da wurde attackiert. Schemen, ach, sind auch mal wieder unterwegs. Das ist doch schön, die alten Schemen, da sind sie. Ja, toll. Und da kommt schon wieder die nächsten Banditen, die hier Ärger machen. Und mir hier meine Wachen massakrieren. Oh, liebe Soldaten, es bleibt euch leider nicht erspart. Ich muss mich da mal kurz, oder ihr müsst euch da mal kurz um die Banditen kümmern. Wie kurz das sein wird, ist die Frage. Jetzt sieht das nur so mäßig gut aus. Okay. Ja. Gut. Sie konnten sich durchsetzen. Alle waren zusammen. Wenigstens etwas. Ja, hier ist immer noch Ebbe. Personaltechnisch gesehen. Das sieht auch nicht mehr so gut aus. Das sah schon mal besser aus. Hier auch. So, ja, Rekrutierung. Das alte Problem läuft, aber ich habe nicht genügend Leute. Moment, Augenblick. Holzsperre. Noch immer 5 Stück. So, das Wohnhaus scheint noch versorgt zu werden. Ja. Gut, wir kommen insoweit voran, als dass wir hier halt immer mehr von dieser Insel aufdecken und herausfinden, wo denn wer so ungefähr zu finden ist. Wir kommen auch insofern voran, in Anführungsstrichen, als dass ich hier halt die ein oder andere Produktion anleiern kann, beziehungsweise entsprechend ausbauen kann. Hier jetzt der Eisentagebau, der ist jetzt also, das ist auch fertig. Personal ist auf dem Weg. Und wir haben jetzt hier mittlerweile 3 Schmelzhütten am Start. Hier wird gerade die neu errichtete mit entsprechendem Material versorgt. Das ist cool. Wenigstens etwas. Auf Reserve habe ich gar nichts. Also hier die Schmelzhütten, die hier existieren, die sind alle am Limit.
Und dementsprechend sieht es hier auch halt mit der Waffenproduktion aus. Da werden gerade noch zwei Eisenlanzen fertiggestellt. Da müsste, das müsste ich wieder aufstocken auf jeden Fall. Hier schon mal auf 5 und dann gehe ich noch mal auf 10 insgesamt. Rüstung, ja. Das sieht hier bei den Kettenrüstungen ganz übel aus. Von den Eisenschildern habe ich 5 im Vorrat. Ich habe hier 15. Ein weiteres ist unterwegs. Dann würde ich hier mal ganz kurz hingehen und sagen, komm. 2 machst du noch. Ansonsten gehen wir hier auf 10. Und dann soll das soweit gut sein. Ich brauche hier mehr von den Kettenrüstungen. Ja, die Herausforderung ist nach wie vor gegeben. Ja, wir werden hier noch lange zu kämpfen haben. Und bis ich mal hier so die entsprechenden Soldaten und auch Waldläufer irgendwann wieder habe. Damit ich hier den ein oder anderen Kollegen so ein bisschen das Leben schwer machen kann. Aufgaben für die nächste Folge, die da kommen wird. Bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein, auch für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Hilft mir sehr. Und wie ich schon sagte, ich brauche hier, kann ja jede Unterstützung, jede Hilfe gebrauchen. In diesem Sinne, macht's gut. Genießt die Zeit. Da wurde gerade noch ein gegnerisches Lager zerstört. Bye bye, bis bald.